Das ist Blitz. Ein Held des Typs Plasma Genese. Sein legendärer elektrischer Zorn hat ihm den Namen der tobende Sturm eingebracht. Blitz wird vom Schiff aus per Fernsteuerung kontrolliert. Hallo alle zusammen. Ich habe mir die Tage endlich Darkspore zu Gemüte geführt. Das Teil kommt von Entwickler Maxis, die im September 2008 die hochgepushte, aber leider auch extrem enttäuschende Strategie-, Simulations-, Minispiel-, was weiß ich was, Promenadenmischung Spore auswarfen. Spore wurde ein Flop und Publisher EA hielt es wie meine Eltern, die mir immer eintrichterten, bei uns wird nix weggeworfen. Nun, ich bin da etwas anderer Ansicht und habe den Eindruck, dass ich damit gar nicht so Unrecht habe. Denn auch Darkspore kann mit seinen Genen nicht aus der Mittelklasse ausbrechen. Immerhin hat EA gelernt und den Spielemix des Vorgängers auf ein Genre zusammengefaltet, dem Action-Rollenspiel. Warum auch nicht? Denn mit der Einbindung des Kreaturenbaukastens von Spore könnte daraus sogar was richtig Erfrischendes werden. Denn während andere Genrevertreter mit ein paar Zentralcharakteren und Abwandlungen drumherum auskommen müssen, kann Darkspore schon gleich mal 100 davon vorweisen. Die Geschichte in Darkspore ist so belanglos, ja, dass ich mich fast zwingen musste zuzuhören. Ihr wacht nach einem langen Kryonenschlaf ohne Erinnerung und werdet mit dem Nachlass der Krogenitoren konfrontiert. Die haben durch DNA-Manipulation vielfältige und äußerst aggressive Superkrieger geschaffen. Natürlich kam, was kommen musste. Die sogenannten Darkspore überrannten als kleines Dankeschön die Galaxie und vernichteten alles, was auch nur irgendwie nach Lebensform aussah. Nun müsst natürlich ihr wieder ran. Dazu lenkt ihr eure Kreatur über die Planetenoberflächen und hackt die üblen Gestalten nieder, wo sie euch begegnen. Alles klar? Ich hab's ja gesagt. Belanglos. Anfangs baut ihr also im aus Spore bekannten Figureneditor eure Kreatur zusammen. Die anfangs dezente Auswahl an Grundmustern nehmen im Laufe des Spiels zu. Habt ihr drei der Gestalten zusammengestellt, habt ihr ein sogenanntes kleines Squad. Später dürft ihr dann sogar mehrere dieser Grüppchen züchten. Typisch Rollenspiel? Nicht ganz, denn die klassische Charakterentwicklung existiert hier nicht. Stattdessen bestimmt lediglich die Ausrüstung die Werte. Die bekommt man über DNA, die man auch reichlich in den Levels findet. Ah, das ist der Stoff, aus dem wahre Suchtbeugen gezimmert werden. Items sammeln, Die Vorbereitungen sind schnell abgeschlossen und schon geht es mitten rein ins Verderben, ins Vergnügen. Euer Auftrag ist dabei simpel. Überleben und schnetzeln, was das Zeug hält. Die Darkspores gehen dabei konsequent direkt und aggressiv vor. Hat euch erstmal einer wahrgenommen, habt ihr ihn auch schon an der Backe. Das macht anfangs noch richtig Laune und lässt auf mehr hoffen. Nur leider bleibt's bei der Hoffnung, denn Darkspore hat, man glaubt es kaum, sonst absolut nichts zu bieten. Ganze 24 Mal rennt ihr durch 6 unterschiedliche und stilistisch sehr ähnliche Welten, die zudem noch schlauchartig aufgebaut sind. Netzelt euch durch die wenig variantenreichen Gegner und trefft am Schluss auf einen auch nicht gerade furchteinflößenden, aber immerhin raffiniert agierenden Oberfiesling. Dazwischen sammelt ihr fleißig DNA. Das ist alles super blutleer und nervt nach kurzer Zeit vor allem aufgrund der mangelnden Übersicht bei den Kämpfen und dem vielen langatmigen und ereignislosen Rumgelatsche. Ehrlich, das können manche Freeware-Programmierer besser. Keine Interaktion mit den Charakteren, keine Zwischenquests, nee. Apropos Interaktionen, eure drei Charakteren gehen nicht etwa gemeinsam auf die Jagd. Da wäre ja noch ein bisschen taktisches Kalkül möglich, von wegen bestimmte Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt und so weiter. Vielmehr zieht ihr mit einem Gevatter los, bis dieser das Zeitliche segnet. Dann quasi mit dem zweiten Leben wählt ihr einen aus zwei verbliebenen Gestalten aus und zieht mit dem weiter. Das geht genauso mit dem dritten und wenn der dann in den Staub beißt, ist die Mission eben gescheitert. Habt ihr euch erfolgreich geschlagen, rüstet ihr entweder eure Kreaturen mit der gesammelten DNA auf oder springt direkt in den nächsten Abschnitt. Aber warum solltet ihr auf eure Belohnung verzichten? Das Spiel bietet dafür die Chance, einen höherstufigen Gegenstand zu ergattern. Das allein ist aber noch nicht der einzige Grund meiner mangelnden Begeisterung. Auch nervten mich die unbegründet hohen Hardwareanforderungen und die vielen fehlgeschlagenen Einwahlversuche, denn, und das ist der Oberhammer, auch wer im Singleplayer-Modus die Mission bestreiten möchte, muss permanent online sein. Sag mal, EA, muss das sein?
Zusammengefasst ist Darkspore wie ein Fast-Food-Gericht. Schnell gegessen und am Ende schnell auch wieder vergessen. In dem Spiel steckt aber mehr, als Maxis draus gemacht hat. Schade, so kann man Darkspore allenfalls absoluten Hack'n'Slay-Fans empfehlen, sofern die das Teil zufällig mal auf einem Grabbeltisch für 10 Euro oder so abgreifen können. So, und bevor ich mich jetzt noch weiter ärgere, putze ich Darkspore wieder von der Platte. Gehabt euch wohl und viel Spaß beim Zocken.